Weiter im Kontext. Es ist also so, dass ich immer wieder merke, zwischen den Pausen in den Gesprächen, dass hier viele die einfachsten Sachen nicht verstehen. Darum wiederhole ich und wiederhole ich, weil es keinen Sinn macht, wenn ich weiter erkläre, wenn das elementar einfache nicht verstanden ist. Man stürzt so schnell wieder ab, weil man aus dem Jetzt rausgeht. Ich wiederhole jetzt von den ersten Worten nochmal was, weil ich weiß, dass die meisten, und die meisten ist jetzt, ich erkläre es ja nur den, der mich jetzt ausdenkt. Die Schwierigkeit ist, dass der jetzt in verschiedenen, hinter verschiedenen Masken steckt. Und sobald du eine Maske aufsetzt, das heißt, sobald du dich personifizierst, gehst du komplett in die Vergessenheit, weil du bloß der zu sein glaubst, der du jetzt in dem Moment eben zu sein glaubst. Das ist die Sache mit dem Bücherregal. Das erkläre ich nicht, sondern was ich nochmal sagen will. Und jetzt spreche ich wieder, wenn ich sage, in einer normalen Sprache, in einer von dir gewohnten Sprache. Ich rede jetzt auch bewusst in einem Plural, in einer Mehrzahl, wenn ich sage, jeder von euch. Das ist nur ein Geist, der mich jetzt ausdenkt. Aber der Geist denkt sich jedes Mal einen anderen Udo aus. Der eine findet ihn doll, der andere bewundert ihn. Vielleicht ist einer, der betet ihn sogar an. Das ist der Allerdümmste. Weil wie kann man dann Gedanken von sich selber anbeten? Es ist ganz wichtig, dass ihr versteht, und es ist mir ein völliger Ernst, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, egal ob du den jetzt in einer gewissen Entfernung real vor dir in deinem Gesichtsfeld sitzen siehst, oder ob das jetzt bloß eine Computerstimme ist, weil du dir diese Aufnahme anhörst, der ist jetzt schlichtweg ein Gedanke von dir, und was du wirklich gebetsmühlenhaft dir selber eintrichtern solltest, und das passiert, wenn du immer und immer wieder diese Selbstgespräche hörst. Es ist das größte Geschenk, das dir dein momentanes Leben überhaupt gegeben hat. Es ist der Schlüssel in die Freiheit. Passieren kann dir nichts. Das, was du zu sein glaubst, löst sich sowieso auf. Ich verspreche dir nicht, dass der Körper oder der Mensch überlebt, der du zu sein glaubst. Das sind ja schon zwei verschiedene Sachen, was der Materialist überhaupt nicht trennt. Das große blaue Ich und das kleine blaue Ich. Ich denke an mich. Du musst dir klar sein, an welchen Körper denkst du jetzt. Und da kannst du dir viele verschiedene Körper vom Säugling bis zum Kreis ausdenken, wo du sagst, das bin ich. Das ist dieses Spiel in unserer Kette, wo ich dann immer wieder sage, eins drüber, das Ich durchläuft ein ganzes Leben in Form von jetzt auftauchenden Bildern wie in einem Film oder in einem Videospiel. Und dahinter ist die Lampe im Projektor. Die Lampe im Projektor flackert aber nicht. Das Flackern wird erzeugt durch die Person und durch das Programm. Das heißt, der Mensch erzeugt, je nachdem, durch welche Maske er schaut, auf der Seite 6 schaut er durch die Augen eines Sechsjährigen und lebt in der Welt eines Sechsjährigen. Das steht alles in den Offenbarungen. Der hat die Wünsche eines Sechsjährigen und die Probleme eines Sechsjährigen. Auf der Seite 20 hat er die Wünsche eines 20-Jährigen, die Probleme eines 20-Jährigen. Und wenn er in den Spiegel schaut, sieht er im Spiegel einen 20-Jährigen, weil die Maske das projiziert. Das ist es, unser Display. Das ist übrigens, wenn ich jetzt das Display auffächer, ich sag's nochmal nur für euch, ich setze voraus, dass du zumindest diese 22 Zeichen, die Rot- und die Blaulesung, aus dem MF wie das kleine 1x1 und das Alphabet aufsaugen kannst. Da darfst du nochmal drüber nachdenken. Du musst wissen, bei einem D, das rote D ist geschlossen und das blaue D ist geöffnet. Das rote I, blau, rot I bist du selber, das ist die Lampe, das ist dein Ich Bin, der Geist, rot geschrieben, also nicht denkbar. Und blau ist es der Intellekt, kann man sich leicht merken. Und das S ist das Bewusstsein dieses Geistes, Gottes. Und das S blau steht für raumzeitliche Erscheinungen. Das heißt, DIS rot geschrieben heißt, ein geschlossenes göttliches Bewusstsein. Das ist praktisch ein Geist, der schläft, ohne zu träumen. Da ist nichts da in ihm. Er selber ist auch nichts. Und wenn wir jetzt das Display einschalten in unserem Videobeamer, Bi mehr, ganz interessant, englisch ausgesprochen, wenn man es hebräisch schreibt, Bi heißt in mir ist das mehr. Aber Bi auf Griechisch heißt zwei, dann sind zwei im Meer, nämlich der Wellenberg und das Wellental, auf eine Einzelfacette bezogen. Geh einfach den Gedankengang mit. Das Tödlichste, was dich tödlich jetzt im normalen Sinn von negativ gesehen, das eine Vielheit in dir erzeugt, eine Vielheit beginnt mit, das stimmt und das stimmt nicht, das ist die erste Form von Vielheit, das sind deine Vorurteile. Immer dran denken, du hast deine Grundwelle, ich nenne das einmal, du hörst was, und ohne dass dir das bewusst ist, wird dein sogenanntes Werte- und Interpretationssystem, dein blaues Ich sagen, das ist unmöglich, das sagst du nicht, sondern ich sage immer das Fragezeichen auf die Augen. Das sehe ich an den Gesichtsauszügen der Maske, wie der Geist im Hintergrund tickt aufgrund seiner Logik. Wenn ich immer sage, ich sehe dann, wenn ich euch anschaue, da ist ein Fragezeichen in den Augen und mancher grinst ganz breit. Ein minimales Schmunzeln, eine Fähigkeit Physiognomie,
zu verstehen, normale Menschen für einen, der sehen kann, das ist wie ein offenes Buch. Also du hast einen guten Schauspieler vor dir. Und jetzt ist es also so, dass diese Lampe, die wieder eine Stufe drüber ist, was ich sage, das rote Ich, die nicht flackert, so wie auf der Leinwand die Einzelbilder wechseln, wenn du dir einen Film anschaust, jedes Bild ist jetzt, auf der tieferen Ebene ist das blaue Ich, das ist die DVD, die Videokassette, wo alle Bilder gleichzeitig sind. Aus der entspringt dann über die Maske die Einzelbilder auf dem Bildschirm, auf dem Video. Oder Monitor, je nachdem, was für Gerät im Betrieb ist, normal gedacht. Und jetzt kommt die Lampe im Projektor beim Videobeamer, die flackert nicht, die ist immer im Meer da, unverändert. Und ich sage jetzt, symbolisiert werden die Gedankenwellen, sprich die ständig wechselnden Bilder auf dem Monitor, die durch jetzt beim Videobeamer, wo wir das trennen, projiziert werden. Und du wirst jetzt feststellen, diese Lampe hat auch einen Wechsel, nämlich die Filme. Das heißt, wir können so, wie wir die Bilder aus dem Programm, aus der DVD ständig wechseln lassen, auf die Lampe bezogen wechselt sich ständig der Film. Ich kann einen Film laufen lassen, ich kann die nächste Videokassette laufen, die nächste Videokassette laufen, da ist im Hintergrund dieselbe Lampe. Ich gehe nochmal von vorne. Es kommt ein Bild, dann kommt das nächste Bild, dann kommt das nächste Bild. Immer dran denken, jetzt an die 200 Gramm rote Knete denken. Erste Information, zweite Information, es formt sich ja nur dein Geist um. Die entspringen aus der Videokassette, das ist das Programm. Das Programm wiederum, wenn das wechselt, das entspringt aus dem roten Ich. Erster Film, zweiter Ich, zweiter Film, dritter Film. Dabei verändert sich ja die Lampe im Videoprojektor nicht, das rote Ich nicht. Was jetzt wichtig ist, wenn ich jetzt das umschlage auf unser Buchmetapher, dass ich doch, das Programm ist ein Buch und wir haben, jetzt müssen wir, ich habe es feiner gestuft, ist Bild, 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 ist die Quelle des Buch. Der Film. Film, Film, Film ist die Quelle des rote Ich. Das rote Ich wiederum hat praktisch, die Filme sind das Bücherregal, sind die Bücher. Erinnert euch in dem Weißenbruch-Vortrag, wo ich sage, der Zeitakt, wie in dem Film Inceptions, wenn du liest, du hast unterschiedlichen Zeitakten. Wir sagen die einfachste Ebene, ich sage einfach Wort, 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 Wort. Das ist Tak, 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 Tak. In dem Moment, wo ich jetzt die Zeilengeschwindigkeit, den Wechsel der Zahlen aussehe, habe ich Zeile, Zeile, Zeile. In dem Moment, wo meine Taktgeschwindigkeit die Seite ist, Seite, und jetzt dauert es dann schon eine gewisse Zeit, nächste Seite dauert eine gewisse Zeit. Beim Bücherregal, Buch, das hängt davon ab, wie dick das Buch ist, dauert es. Buch, du merkst, umso tiefer du steigst, jetzt ist aber doch jedes Buch eine Facette aus einem Bücherregal, jede Seite eine Facette aus einem Buch, jede Zeile eine Facette aus einer Seite und jedes Wort wieder eine Facette aus der Zeile. Das ist die Ebene, dass du hier, wenn du höhere Chats hast, hast du höhere Chats in meine Kollektion, hast du höhere Komplexe, die immer prinzipiell gleichzeitig da sind. Und wenn ich sage, dein Bewusstsein steigt auf, ohne das ganze esoterische Geschwätz, ich bringe absolut einfache Metaphern, die jedes Kind verstehen kann. Jetzt, ich sage, jeder 13-Jährige kann das nachvollziehen, wenn er neugierig ist. Ich kann mich an eine schöne Geschichte erinnern mit meinem Dieter. Da gehen wir spazieren. Ich kann da nur genau sagen, wir sind in den Römerbrunnen Weg hochgelaufen. Ich kann zurückblättern in deinem Buch. Und dann sage ich, pass auf, Dieter, es ist so einfach, x plus 1 ist neues x. Und dann das Nächste, was ich gesagt habe, du hast Fragezeichen auf den Augen. Da fällt ihm die Jalousie runter. Dann sag ich, pass auf, Dieter, du hast ein Riesenproblem, du hast eine massive Aversion gegen Formeln. Und wenn ich jetzt sage, x plus 1 ist neues Ich, komm genau der, das verstehe ich nicht. Obwohl das so unendlich einfach zu verstehen ist. Der Dieter grinst jetzt ganz breit, den ich mir ausdenke, weil er sich erinnern kann. Ich sag, schau, du musst einfach zuhören. Diese Aversion macht dich blind. Das ist alle Menschen mit Feindbildern, die versuchen gar nicht, die andere Seite, die andere Perspektive zu verstehen. Nicht nur, dass sie das nicht wissen wollen, dass sie das nicht interessiert. In den meisten Fällen werde ich sogar massiv bekämpft. Ich erinnere, heute Tag ist aktuell, jetzt immer Tag, jeder Tag ist heute. Ich merke, ich sage, ich rede jetzt einmal in eurer gewohnten Logik. Chemnitz, geht ja die Post ab ohne Ende. Und die Schwierigkeit, es ist ja eine Chemnitzer Runde hier. Wir sind zwar nicht in Chemnitz, ich habe euch rausgeholt in das freie Franken. Aber was jetzt die Schwierigkeit ist, was du davon weißt, hast du bloß aus der Maschine heraus. Aus das Buch heraus, aus das Internet heraus. Und jetzt, ich habe da so den Spaß, da sind so viele Blogger, die ihren Senf dazugeben. Die haben ihr Wissen auch bloß aus das Buch heraus.
Und du wirst jetzt feststellen, dass du zuerst einmal hier extrem Rechte hast, die natürlich auf die Barrikaden gehen, dann hast du extrem Linke, die auf die Barrikaden gehen, dann hast du welche, die eigentlich im ersten Moment neutral wirken, könnte ich jetzt zwei Blocker, die könnte ich jetzt hersuchen, gegen Ratzfatz, habe ich heute früh kurz eingeschaltet, weil das ja top aktuell ist, die haben aber auch ihre Feindbilder, die sind eigentlich neutral, weil sie weder den Rechten noch den Linken Recht geben, aber die haben auch ein Feindbild, das ist die sogenannte offizielle Presse, die Systemmedien, die natürlich all das, was da außen passiert, was sie wissen, obwohl sie ja überhaupt nicht dort waren, dass die prinzipiell die Systemmedien komplettes runterwiegeln und nochmal aufhetzen, dass dort der Mob mehr oder weniger, da ist einer mit 25 Messerstichen, ein Deutscher abgestochen worden, das waren drei Deutsche. Wichtig, ich spreche jetzt Worte und es löst Vorstellungen in euch aus. Wir werden heute darauf eingehen, wie weit diese Worte eigentlich gehen und die Interpretation eurer Worte. Die Geschichte ist nur insoweit interessant, dass du alles, was du vom Hörensagen kennst, kannst du in der Pfeife rauchen. Aber das wäre ja nicht einmal das Problem. Du musst dich selber beobachten, ob du Beifall klatscht oder nicht. Erinnert euch, ich sag prinzipiell ein Grundbeispiel von Holofeeling. Du Geist, denkst dir jetzt einen Tisch aus, wo eine Tasse draufsteht und um den Tisch sitzen Leute und die diskutieren, ob der Henkel rechts oder links ist. Mit dem Beispiel versuche ich dir erkennlich zu machen, dass wenn du diese Position einnimmst, wirst du dich wundern, wenn die streiten, weil du siehst, dass jeder Recht hat. Ich habe am Anfang, und ich sage immer wieder, ich predige keine Feindbilder, das erste bei Holofeeling ist, jeder, der in dir auftaucht, hat hundertprozentig Recht. Er beschreibt dir das, was er sieht, er beschreibt dir das, was er empfindet. Lass uns über Sexualität reden bei Menschen, was dir Spaß macht oder nicht Spaß macht. Und dann wirst du feststellen, dass manche einen Riesenspaß bei etwas haben, wo es dir den Egel ins Gesicht treibt und so weiter und so weiter. Wenn du das Programm hättest, würdest du das genauso empfinden wie der. Und deine Programme hast du dir nicht rausgesucht. Weder deine sexuellen Fantasien, deine Vorlieben, noch irgendwie deine politischen Einstellungen und schon gar nicht deine religiöse Einstellung, solltest du eine haben. Und wenn du sagst, ich habe mit Religionen nichts am Hut, dann bist du in der allerschlimmsten Religion, dann bist du ein tiefgläubiger Materialist. Weil dann betest du den Materialismus an, dieses Weltbild der Naturwissenschaftler, das die allergrößten geistlosen Schwätzer sind, weil die predigen genauso das, was man ihnen in ihren Kirchen, das nenne ich Universitäten, erzählt hat. Die erzählen ja nur, ich sage nochmal, du wirst in kürzester Zeit feststellen, dass 98% der Sachen, die ein hier und jetzt ausgedachtes Leben für dich hundertprozentig sicher bewiesen, gegolten haben. Fang gleich zum Kacken an. Dass die in keinster Weise in meinem Maßstab von hundertprozentig sicher überprüft, systemrelevant überprüft werden können. Nicht einmal, wenn du wolltest. Das ist alles Geschwätz vom Zweiten. Beweise mir, dass Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde, oder beweise mir, dass es an Jesus gegeben hat, dann marschierst du los und bringst mir irgendwelche Bücher. Dann sage ich, wenn du das als Beweis ansiehst, sage ich dir, dass hier ein Rumpelstilzchen und ein König Drosselbart gegeben hat. Ja, das sind Bücher, das steht alles in den Offenbarungen drin. Beweis mir, dass die Erde eine Kugel ist, dann bringst du mir ein Buch, dann sage ich dir ein Buch, wo drin steht, dass eine Hohlkugel ist oder eine Scheibe ist. Die ist gar nicht bewusst, dass dein erstes Wissen, das man dir einprogrammiert hat, dass das zum Vergleichsmaßstab wird. Und wenn das deinem Wissen widerspricht, dann sagst du, das ist verkehrt. Und ich passe jetzt die ganze Zeit sehr aufmerksam auf und ich erzähle schon wieder dieselbe Scheiße. Ja, warum? Weil ich immer noch merke, dass ihr hört es jetzt, ihr nickt ganz doll. Und wenn wir spätestens, wenn wir dann beim Essen in der Mittagspause sitzen, sappert ihr wieder dieselbe Scheiße raus ohne Ende, wenn ich euch zuhöre. Was übrigens jetzt wichtig ist, dass ich sage, das ist okay. Du sollst sogar, du darfst an deinem Programm nichts verändern, was ich jetzt versuche, dich herauszuheben, dass du der über der Tasse wirst. Und ich sage, wenn du jetzt an einem Tisch sitzt und da wird diskutiert, egal ob du dabei sitzt, ob du dort mitsitzt oder ob du welche beobachtest, egal was einer behauptet, der hat Recht. Der Witz ist, solange du dein Interpretationssystem benutzt, das du zurzeit zum Denken benutzt, das heißt deinen Intellekt, wirst du beim Zuhören jetzt durch dieses Interpretationssystem, beziehungsweise der wirft ja dein Intellekt, wirft ja diesen Traum auf, wirst du bei manchen Aussagen Beifall klatschen und bei anderen Aussagen werden dir die Haare zu Berge stehen und du wirst dir denken, was ist das für ein Arsch, wie kann man so eine Scheiße glauben? Das ist das, was ist.
Das ist immer das erste, der erste große Sprung. Und jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, das habe ich gestern nochmal erzählt. Es ist dir momentan, was ist jetzt los? Mein Ding hat sich stillgestellt. Es ist dir, Geist, vollkommen klar, wenn du dir jetzt Menschen ausdenkst, dass jeder dieser Menschen ein ganz persönliches Leben hat, ich bleibe jetzt normal materialistisch logisch, von seiner Geburt beginnend, bis was er halt jetzt alt ist. Das heißt, was ein Mensch erlebt, 24 Stunden am Tag, plus die Schlafzeit natürlich, wo er dann träumt, ich rede normal, ist sein Leben. Das heißt, jeder Mensch hat ein eigenes Leben und du sagst natürlich, weil du ja Materialist bist, die Welt ist natürlich vorher schon da gewesen, bevor der geboren wurde, der hatte Eltern, der hatte Großeltern und dann noch weiter zurückgehend irgendwann einmal Affen, die seine Vorfahren waren, ist ja alles unheimlich logisch, zumindest für den, der das logisch ansieht. Und da gibt's nichts zu rütteln, das heißt, der Mensch hat sein eigenes Leben, du hast momentan dein Leben, das Leben, das du zu leben hast und die anderen auch. Da wirst du mir keinen Widerspruch geben. Interessant ist es aber, dass jetzt, sobald wir uns was ausdenken, was vor der eigenen Geburt ist, was du ja gar nicht erlebt hast, dass wenn da jetzt einer was behauptet, zum Beispiel Jesus wurde gekreuzigt oder nicht gekreuzigt oder die waren auf dem Mond oder die waren nicht auf dem Mond und es widerspricht deiner Meinung, dann ist das natürlich vollkommen falsch. Die sollte aber klar sein, wenn ich jetzt die Computermetapher nehme, dass dein Leben aus einem Programm entspringt und dieses Programm ist auch dafür verantwortlich, was du ganz persönlich glaubst, was in der Vergangenheit vor deiner Geburt war. Das Programm ist auch dafür verantwortlich, dass du Geist glaubst, dass du in der Vergangenheit von einem Trockennasenaffenweibchen geboren wurdest. Aber was dir nicht bewusst ist, dass du Geist ständig wechselnde Bilder dir was ausdenkst. Jetzt immer wieder, woher kommst du? Ich frage dich, Geist, wo du herkommst. Und jetzt schau mal, wie du eigentlich im ersten Moment sagen würdest, ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich sage, nein, ich stamme von dir ab, weil du denkst dir die ja jetzt aus. Du denkst dir jetzt, jetzt, hier und jetzt, ein Trockennasenaffenweibchen, das denkst du dir in die Vergangenheit und du sagst, das war meine Mutter. Warum sagst du das? Weil du so programmiert bist. Wir halten uns einmal ganz einfach ein 20-Jahres-Beispiel von mir. Wenn du dich an einen Computer hinsetzt und du programmierst in den Computer Daten ein, du spitzt einfach auf den Computer Daten auf, glaubst du, dass du diesen Stück Materie, den Computerchip oder dieser Maschine was gelernt hast? Du hast einen Daten gegeben. Jetzt spielen wir noch irgendein Programm und ein Betriebssystem auf. Die Reihenfolge ist, jetzt müssen wir umdrehen. Ein Betriebssystem bzw. Programm. Ein Programm ist ein Regelsystem, wie der Computer mit diesen Daten umgeht, wie er die jongliert, manipuliert, verändert. Es ist schlichtweg ein Regelsystem. Meinst du, dass wenn du einem Computer ein Programm gibst, ein neues, dass du ihm was Neues gelernt hast, meinst du, der Computer kriegt das mit? Haben wir jetzt in die letzten vorhergehenden drei Teile nicht festgestellt, dass also was Ausgedachtes prinzipiell einfach keine Empfindungen hat, gar nichts wissen kann, das sind vergängliche Erscheinungen. Nur der Geist, der träumt, erlebt es. Und jetzt könnte ich dich wieder fragen, was ist mit dir, das, was du zu sein glaubst, was du dich jetzt, wenn du dich selbst in die Vergangenheit denkst, was ist in Elternhaus und Schule anders mit dir passiert? Das ist mein Schwammbeispiel. Zeitlich, logisch gedacht, im Laufe des Heranwachsens hast du dich mit Daten und Regeln vollgesogen, und zwar genau mit den Daten und Regeln des Umfeldes, was du Familie und Freunde oder Land oder Kultur nennst oder Religion nennst. Du sagst immer wieder, wenn ich dich jetzt als Baby in deiner Logik verschleppt hätte, je nachdem in welcher Kultur ich dich groß werden lasse, wirst du genau diesen Schwamminhalt haben und diese Logik vertreten. Diese Religion als richtig ansehen, da muss man diesen Sprung, muss man das da mal machen. Und wenn man das akzeptiert, wenn du das wirklich akzeptierst, dann hast du überhaupt immer das Bedürfnis, irgendjemand zu erzählen, dass der mehr Recht hat wie du. Er hat nur ein anderes Programm. Das kriegst du aber erst mit, wenn du dich so weit von dir gelöst hast und dich wirklich als ein Objekt, ich nenne das einmal Objekt Mensch, dass du dich genauso, dass dir bewusst war, dass du dich selbst, das, was du zu sein geglaubt hast, genauso ausdenkst wie jeden anderen auch. Und ich weiß, da ist natürlich das Gefühl, ich spüre doch, dass ich bin. Ich sage, ist klar, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Dieser Satz hebt alles aus den Angeln. Du bist der Richter über alles und jeden in deinem Traum. Für dich, Geist, ist der einzige Gesetzgeber deine Logik, die gar nicht deine Logik ist. Ich sage immer, deine Meinung, auf die du vielleicht so stolz bist und auf dein Wissen, ist weder deine eigene Meinung, ich sage, das ist eine Anderung. Das ist die Meinung von anderen, nämlich die Meinung deiner Vorbilder, deiner entweder weltlichen Vorbilder, deiner geistigen Vorbilder, deine Eltern, deine Erzieher, das ist dein Schwamminhalt.
Das ist das, was ist. Und jetzt ist natürlich hier diese Spiel. Ich habe jetzt kommen die Vordersprache und die zeige ich jetzt ein bisschen einen Hauch von der Programmsprache. Ich sage immer wieder, alle reden von der Matrix, keiner hat überhaupt eine Ahnung, was Matrix ist. Gut, ich kann jetzt die Matrix mir vorstellen, wie der Kinofilm Matrix das darstellt. Die Sache mit der roten und der blauen Pille. Ist auch wieder, willst du die rote oder die blaue Pille? Willst du der Denker sein oder willst du das Ausgedachte? Was Ausgedachtes sein? Du bist weder der Denker noch was Ausgedachtes. Du bist der, der sich jetzt diese Gedankenwelle Denker und Ausgedachtes wie Plus und Minus ausdenkt. Du bist eins drüber. Du denkst dir nämlich auch einen Denker aus, auch ein ausgedachter Denker. Denker und Ausgedachtes ist wie These und Antithese. Und in dem Moment, wo du das denkst, du bist natürlich ein Denker, weil du dich mit einem Denker verwechselst und der Denker wiederum verwechselt sich mit einer Figur, die er ich nennt. Der Denker denkt sich aber auch andere Figuren aus, wo er sagt, das bin ich nicht. Und genauso, wenn ich jetzt sage, du bist ein Bewusstsein, Bewusstsein, ein ausgedachtes Bewusstsein ist auch kein Bewusstsein, das sich viele Denker ausdenkt, aber da sagst du jetzt, ich bin bloß einer dieser Denker, die anderen Denker bin ich nicht. Und diese Synthese zwischen Denker und Ausgedachtes ist jetzt praktisch die Synthese, ich sage eine Grundwelle tiefer, aber nur eine Seite davon, weil das, was wir jetzt Bewusstsein nennen, das immer sich viele Denker ausdenkt, dieses Bewusstsein, dieses ausgedachte Bewusstsein, und sagt, ich bin bloß einer dieser Denker, ist nur eine Hälfte, und da kommt jetzt, ich sage jetzt das Unbewusstsein, kommt ein Unter-, ein Überbewusstsein dazu, das jetzt das ausgleicht, und jetzt haben wir wieder These und Antithese. Ein Bewusstsein, das sich bewusst ist, dass es Bewusstsein ist, und ein Bewusstsein, das geistlos einfach in Maßsetzung einer Logik plappert. Wenn ich jetzt Bewusstsein und Unbewusstsein habe, das ist ja auch wie These und Antithese, ist nochmal eine Synthese dort, das ist der Geist. Aber ein ausgedachter Geist ist kein Geist. Da gehört jetzt ein Geist dazu, der weiß, dass wenn ich an einen Geist denke, dass dieser Geist, den ich denke, nicht der Geist ist, der ich bin. Das mache ich mit dem Trick rot geschrieben. Erkläre ich jetzt nicht nochmal. Und jetzt ist jetzt die Zehe, dieses berühmte Zeigen der Gedankenwelle. Das hatte ich übrigens hier ganz kurz in dem Chat, das bloß schnell reingestellt, dass wir da jetzt weitermachen können. Und da habe ich jetzt natürlich, wenn wir das jetzt so sehen, das ist jetzt das hebräische Wort für Finger und Zehe ist dasselbe Wort im Hebräischen. Und du hast jetzt die Geburt einer Ehe. Die Geburt einer Ehe sieht schlichtweg und einfach so aus. Das ist mein Symbol. Und da muss dir klar sein, wenn ich sage, Wellenberg und Wellendal, das kann es plus minus, kann es immer nur gleichzeitig gehen. Das ist einer der größten Druckschlüsse überhaupt. Und weil das jetzt gerade so schön passt, springe ich da nochmal ganz schnell. Da gibt es halt so ein Update drüber, wo ich das genau erkläre mit einer Animation. Das ist ein Auszug aus einem alten großen, das große Buch der Mathematik. Fast 1000 Seiten, 800 und ein paar zerquetschte Seiten. Und das erkläre ich nicht, das erkläre ich im Update. Was mir wichtig ist, das ist noch ein altes Mathematikbuch, was na schon wieder, wir wissen ja, was Mathematik heißt, aber das heißt noch Mathematikbuch. Ein Mathematikbuch ist Mathematik, das gelernte Wissen von Dummköpfen, ist ein Rechenbuch, aber die ganzen Rechenformen. Und da wird jetzt hier ein Musterbeispiel, wie man das ausrechnet. Du kannst da jetzt das Video anhalten, kannst du das nochmal anschauen. Was mir jetzt wichtig ist, dass hier noch die Genauigkeit in diesem alten Rechenbuch, was eigentlich jeder Arithmetiker weiß, dass das Ergebnis einer Wurzel zwei Ergebnisse hat. Das heißt, man rechnet jetzt hier mehr oder weniger die Wassertiefe aus über Pythagoras. Das erkläre ich in dem Video, wenn es einer, das ist ja eigentlich Kindergartensache. Und dann kannst die Wassertiefe ist plastisch die Wurzel 5636,25 und da steht noch plus minus davor. Das heißt, die Wassertiefe ist jetzt ungefähr plus minus 75,1. Das habe ich übrigens, das war mit dem Filzstift, das war genauso wie hier da gestanden, das Zeichen. Ist sehr alt. Und jetzt schau doch mal, was da drunter steht. Die Wassertiefe beträgt also 75,1 Meter. Der zweite Wert, minus 75,1 Meter, der sich zwangsläufig unter einem Wurzelzeichen ergibt, hat keine praktische Bedeutung. Was heißt das? Also pass auf, das heißt schlichtweg und einfach, wenn du jetzt rausschaust und du gehst spazieren und vor dir ist ein Berg, und du sagst, das ist ein Berg. Das Tal hat keine praktische Bedeutung. Ich könnte jetzt einmal sagen, die Tiefe. Es würde ohne das Wellental gibt es keinen Wellenberg.
Wir sind in der Welt der Perspektiven. Erinnert euch an den Anfang des Gespräches. Es ist nicht möglich, dass du irgendwas siehst, ohne das, was du siehst, dass du eine Seite anschaust. Du kannst ein Buch nicht lösen, wenn du beide Seiten gleichzeitig anschaust. Du musst dich auf eine Seite konzentrieren. Wenn du jetzt eine Zeile anschaust auf der Seite, dann wirst du feststellen, dass alle Worte gleichzeitig da sind. Willst du ein Wort aussprechen, kannst du nur ein Wort aussprechen. Das ist jetzt ungefähr, wenn jetzt das Wort, ich sage mal, das Wort, das du aussprichst, das du aus der Zeile heraushebst als Geräusch, das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, das Einzige, was wichtig ist, ist jetzt das Wort, das ich ausspreche. Die Zeile hat keine praktische Bedeutung. Wenn es die nicht geben würde, könntest du kein Wort aussprechen aus der Zeile. Mein Geist hat keine praktische Bedeutung. Wichtig ist bloß mein Körper. Das ist Materialismus. Weil ohne meinen Körper wird es ja den Geist gar nicht geben, also ist der Geist unwichtig. Und ich sage immer, dieses Umdrehen zu behaupten, dass hier irgendwann einmal im Laufe von Jahrtausenden sich die Materie so weiterentwickelt hat, dass es selber ganz von alleine zu einem Gehirn geworden ist, das dann irgendwann einen Geist bekommen hat, ein Bewusstsein bekommen hat, weil Pflanze hat ja kein Bewusstsein nicht. Es hat ja schon Pflanzen gegeben, bevor es Bewusstsein gegeben hat. Das ist Materialismus. Lass das auf dich wirken. Alles, die ganze Hochschule bis hin, dieser Materialismus ist die übelste Religion, die es gibt. Das sind die tiefgläubigsten Menschen. Und die haben übrigens auch ihren Gott, der hat Geld. Wenn du einfach einmal den Fokus in deinem Alltag, egal was du machst, du wirst feststellen, es geht nur noch um Geld. Geld erhält uns am Leben. Auch das wurde in vielen Selbstgesprächen dargelegt. Und ich betone, nicht kritisiert. Ich komme euch so weit entgegen, dass ich euch jetzt ganz gezielt auf Fehler hinweise. Und obwohl ich euch die Fehler hinweise, seid ihr nicht bereit, es zu akzeptieren, in euer Alltagsbewusstsein. Wenn ich jetzt auch viele von euch, ich erzähle das bloß dir, schau, was du akzeptierst, was du nicht akzeptierst, was du glaubst. Ja, Geld braucht man ja zum Überleben. Ich sage, stimmt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und dann glauben kannst du nicht abstellen und den sollst du nicht abstellen. Du sollst an dem Programm nichts verändern. Du sollst dem werden, dem der Fehler bewusst wird in deinem Denken, das dir vollkommen logisch erscheint. Gut? So. Jetzt diese Zehe. Moment, da wollte ich nochmal schnell. Da ist jetzt der schöne Witz, wenn wir das anschauen. Dass den Finger, das können wir natürlich jetzt wieder einzeln aufbröseln, wenn wir das jetzt die Einzelelemente uns anschauen, was bedeutet das eigentlich? Soweit gehe ich jetzt aber nicht, schau her, die Geburt einer Ehe, der Schöpfer, das Aleph rot geschrieben, der erste Buchstabe rot, das kannst du natürlich individuell machen, du weißt, wie die innen die rot-blau wäre. Ich sage jetzt, da machst du einfach der Schöpfer und dann kommt dieses Z-B-A-I-N, das heißt die Geburt eines polaren Augenblicks, weil das ist Z, zarte, blau ist Geburt, B ist Polarität und A-I-N heißt Augenblick blau. Das heißt, du hast einen Schöpfer und die Geburt, wir können natürlich das auch blau machen, dann lese ich, hier, ich mache mal das anders, wir machen mal das Z. Ich will euch ja zeigen, wie man das Ding benutzt. Darum sage ich, fokussiere dich zuerst einmal auf das hier. Diese Buchstaben. Rot ist der Schöpfer, das Z, das Zade, ist der Geburtsgeber, dann das B inmitten. Und das Ain rot geschrieben heißt Quelle. Das heißt, der Schöpfer ist der Geburtsgeber und letztendlich inmitten einer verbundenen Quelle, das ist der mittelste Mittelpunkt überhaupt, der Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Das ist das, der Urknall, bevor er geknallt hat, wo alles noch eins war, ein absolutes Kontinuum. Eine ausgedachte Eins ist schon, brauchst du mindestens drei. Das ist, darum ist es immer eine Trinität. An weiß geschriebenen Namen auf einem weißen Blatt Papier siehst du nicht. Das heißt, sobald du dir selbst das Geräusch 1 benötigt, die Stille im Hintergrund, wo sich dieses Geräusch heraushebt. Stimmt oder stimmt? Das heißt, egal was du denkst, es sind mindestens drei nötig. Ich sage immer wieder, du brauchst, ich bleibe einmal bei dem Beispiel mit der 200 Gramm rote Gnede, du brauchst die 200 Gramm rote Gnede, das ist die Energie, dann brauchst du eine Form, und du brauchst einen, der dieser roten Gnede die Form gibt. Wenn du einen dieser drei wegnimmst, sind die anderen zwei auch weg. Wenn ich die Gnede wegnick, was ist dann, oder gibt es keine Form und dann ist auch ein Former unsinnig. Wenn du die Form wegnimmst, dann bist du rein in einen abstrakten Bereich,
von Möglichkeiten. Ich könnte jetzt sagen, eine Videokassette, die keine Bilder macht, weil kein Computer da ist, der das abspielt und kein Bildschirm, der das zeigt. Das ist der eigentliche Sinn dieser Trinität, das ist diese Antithese, Synthese. Das sind dann zuerst einmal übrigens drei eigenständige Nichtse für sich betrachtet. Das ist das AI, der Schöpfergott, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Das ist Ab ist der Gott Vater und der Sohn ist der Ben. Und wenn du jetzt die Buchstaben anschaust, es ist so simpel, ich habe so oft erzählt, das ist Vater, schreibt sich AB. Das sind die Buchstaben 1 und 2, schau doch mal darüber. 1 und 2. Ich könnte jetzt sagen, aus 1 wird 2. Das ist aus der Ebene einer Meeresoberfläche, die wir jetzt symbolisieren. In dem Moment, wo ich eine Gedankenwelle aufschmeiße, wird ein Wellenberg und ein Wellendal, wo sich gespiegelt gegenüberstehen. Darum heißt dasselbe Wort, wenn ich das nicht AB, ab ausspreche, sondern AV, das B kann man auch, hier oben kann man auch B und V aussprechen. Wenn ich das AV ausspreche, dann heißt es hier aufblühen. Aufblühen, aufkosten. Aus 1 wird 2. Das heißt, die Nulllinie wird zu einer Gedankenwelle. Der Sohn, der schreibt sich jetzt Ben und BN heißt, das nenne ich immer eine polare Existenz und jetzt ist eine polare Existenz da. Das ist das hebräische Wort für Sohn. Das aramäische ist übrigens Bar, das heißt auch Sohn, das schreibt sich BR. Das ist jetzt der Sohn, der schreibt sich 250. Ich habe gesagt, die 50 am Ende ist immer existieren. Das ist hier ganz einfach, hier schau, außerhalb des B, wenn man es blau macht, steht es für außerhalb, wenn man es rot macht, steht es für innen. Innen, außen. Innen ist das Sein und außen ist die Existenz. Wenn wir jetzt hier in Geometrie Explorer reingehen und wir lesen, aber was bedeutet eigentlich Sein, dann wirst du feststellen, da geht es schon los. Da haben wir drei verschiedene. Wenn du jetzt das meintest, ist das einmal das Existieren. Das Existieren, existere, nochmal, das heißt heraustreten aus, altlateinisch auch auftauchen. In dem Moment, wo raus existiert das Ganze. Und darum können wir das Sein auch rot schreiben. Das ist dieses nicht denkbare rote Geist, der träumende Geist, der als Ding an sich, das Ding nochmal heißt Gesetz, dient, das Gesetz Gottes, verwirklicht, indem er aus sich mit seiner Logik was existieren lässt. Lass das auf dich wirken. Du bist der Computer. Dieser Computer ist jetzt symbolisch für das rot geschriebene Geist, für die Energie in der Physik. Das E in der Einstein-Formel. Und MC-Quadrat, das heißt, die Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt, ist letztendlich ein Geist, der träumt, der kriegt eine Information nach der anderen, die kommt nicht von außen. Der träumende Geist selber ist jetzt auch nicht das Gehirn von dem, der schläft. Das ist schon wieder eine Information vom träumenden Geist, der sich jetzt einen Trockennasenaffen mit einem Gehirn ausdenkt, der schläft und in dem Gehirn läuft irgendwas ab. Das sind alles Vorstellungen, die eigentlich sehr abstrakt sind. Wenn du das einmal akzeptierst, ist es sehr, sehr einfach. Okay? Und du wirst jetzt merken, dass jetzt dieses Vater, Sohn und Heiliger Geist, das AI, das ist das Nichts, das der Hund ist, ist der Schöpfergott. Und dieser Schöpfergott, das ist nichts, nein. Das heißt natürlich auch wo, das ist das hebräische Wort für wo. Und jetzt, wenn du jetzt mal nur die Zeichen anschaust, das W nennen wir ja W. Das ist der sechste Buchstabe. Der hat jetzt eine besondere Eigenart, wo ich normal nicht drauf eingehe. Du musst jetzt unten hinschauen, da steht das Waff. Manche, in manchen Hebräischbüchern wird es Faf oder V geschrieben. Und das spricht man im Hebräischen, je nachdem, was für Punkte drumherum sind, was aber dann schon eine Entheiligung der Zeichen ist, als W, als V, als U oder als O aus. Das kannst, es ist nur die Aussprache. Das Zeichen ist immer dasselbe Zeichen. Und das ist sehr wichtig, wie du das aussprichst. Das habe ich so oft gesagt, diese Aussprache ist, das ist normalerweise, kann ich immer nur zeigen, wenn wir jetzt den Denach nehmen, dieser Denach in der absoluten hebräischen Urform, diese Rolle. Dora heißt ja Reihe. Das heißt Reihe, weil die Zeichen stehen lückenlos aneinander und erst dann, ich mache jetzt theologisches Wissen, im Laufe der Jahrtausende haben dann irgendwelche Schriftgelehrten das in Zeichen, in Worte eingeteilt und da natürlich jetzt hier das Ganze, wenn sehr abstrakt ist, wenn du, wo haben wir jetzt nochmal, was machen wir hier mal, Zeichen? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Lautlose nehme, das H, das mache ich, das hier lautlos, nur lautlose,
Das wird jetzt zu weit führen. Es sieht also folgendermaßen aus, das ist also, ihr stellt euch einfach vor, und das ist immer das tausendfach erklärt, das ist ein Computerprogramm. Das heißt, wenn das zusammen ist, ist es schon in einem gewissen Maß ein in Einzelfacetten eingeteiltes Kontinuum. Was jetzt ein Widerspruch ist, ein Oxymoron, weil Kontinuum hast ein lückenloser Zusammenhang. Selbst wenn ich jetzt die Zeichen aneinander schiebe, sind immer noch verschiedene Zeichen in einer Reihe. Das heißt, wir teilen zuerst einmal Worte ein, und wenn wir das in Worte einteilen, kommt jetzt das Problem, das ist die sogenannte Masora. Wenn du jetzt genau hinschaut, habe ich jetzt da was eingeschaltet, das sind so kleine Bündchen und Strichchen drumherum und kleine T's. Und das jetzt, das macht erst aus, wie du das Wort aussprichst. Zum Beispiel, ob man ein Wort ab oder auf ausspricht. Wir können das ja bloß einmal eingeben, pass auf. Schaut, das sind jetzt lauter verschiedene Apps. Ich habe jetzt nur die Apps hergesucht. Und wenn ich jetzt da hier reinfahre und du schaust dir das an, dann wirst du feststellen, da ist jetzt ein kleiner Strich drunter. Okay? Und das macht jetzt das letztendlich aus, ob das Vater heißt oder ob das dann Gnospe oder Aufblühen heißt, ob das Aff ausgesprochen wird. Dann verschiebt sich der Text. Krass. Wird es natürlich dann gerade in solche Sachen, in den Widersprüchen, aber ich will jetzt hier keine Kleinigkeit, es geht mir ja überhaupt nicht um das Hebräische, sondern mir geht es mehr um das Deutsche, dass wir Deutsch hebräisieren. Was heißt das Deutsch hebräisieren? Das kennt überhaupt keiner in eurer Welt. Das ist ganz normales Schulwissen, das lernt jeder Theologe oder jeder, der Hebräisch lernt, lernt es. Aber wir bleiben im Hebräischen, das Hebräische, das Ivri, das muss dir eigentlich gar nicht groß interessieren, heißt es doch nicht in der Johannes-Offenbarung, wenn jemand an dieser Heiligen Schrift was hinzufügt oder weglässt. Ganz am Ende von der Johannes-Offenbarung, der Apokalypse der Enthüllung. Wenn du was hinzufügst, werden dich alle Plagen treffen, die in dieser Heiligen Schrift erwähnt werden. Wenn du etwas weglässt, hast du deinen Anteil im Himmelreich verloren. Gott sei Dank, könnte ich jetzt sagen, ist es bloß esoterisches Geschwätz. Nee, das ist das hier. In dem Moment, wo ich diese Worte vorschreibe, wie ich die auszusprechen habe, und das wird von Hebräern gemacht, indem die Bündchen hinzufügen. Siehst du das? Die fügen was hinzu. In dem Moment kriegst du nur eine Perspektive, eine Möglichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Ab als Ab ausspreche, heißt es Vater. Wenn ich das als Af ausspreche, dann heißt es erste Blüte aufblühen. Was jetzt passiert, ist das hier. In dem Moment, wo ich einen Wellenbalg aufschmeiße, was hinzufüge, entsteht im selben Moment ein Wellendal. Das heißt, ich habe jetzt eine Mulde, wo kein Wasser mehr ist. Du kannst keinen Balg aufschmeißen, ohne was wegzulassen. Und wenn ich jetzt eine Zeichenkette habe, dass ich jetzt hier definitiv, das ist ganz elementar für euer Leben, was ich sage. Mir geht es jetzt gar nicht um die Sprache. Ihr werdet merken, worauf ich hinaus will. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, was machen wir nochmal für irgendeins? Ich mache mal so G, die 3. Wir machen jetzt einmal, gerade haben wir aus der 1 2 gemacht. Wir machen jetzt einmal aus der Synthese 2. Wir machen einmal G, B. Das heißt, aus der 3 waren 2. Das heißt, der Geist, die 3 ist die Synthese und die 2 ist Wellenberg, Wellendal. Wir schauen nochmal, was das alles heißt. Das ist das da mal die Augenbraue. Jetzt pass auf, ganz interessant. Das kennt in deiner Welt keiner, das gibt's nur mit Holofeeling, darum ist es so heimlich wichtig. Die Augen, das werden wir hebraisieren. Ich tue jetzt da mal extra nochmal ein zweites Ding aufmachen. Das ist die Konsonante Radix AGN. Wir haben jetzt erst einmal nur Konsonante Radixen, also Konsonante Wörter. Das heißt Becken. B-Ecken heißt, das ist polare Ecken. Schaut, ich mache jetzt einmal hier wieder mein Spiegeltuddel. Wenn ich immer die verabrede, halte ich immer die zwei Hände vor die Augen in so einem V-Winkel, mein Eckspiegel. Das sind deine Augen, sage ich nicht immer wieder. Du hast hier auf den Augen jetzt ausgedachterweise, du hast deine Augen noch niemals gesehen, aber du kannst in ein Buch gehen, wie ein Auge aufgebaut ist, und da hast du eine Retina, ich mache es ganz grob, da sind zuerst einmal Zäpfchen drauf, nämlich Rotzäpfchen, Grünzäpfchen und Blauzäpfchen. Wenn du das jetzt nicht weißt, dann gehen wir in Wikipedia und wir geben einfach einmal Zäpfchen ein, Zapfen,
Im Auge. So, jetzt haben wir das Wort Zapfen. Pass auf. Jetzt wird es natürlich hier, ich mache mal die ersten zwei Buchstaben ZA, ich fokalisiere, ich nehme das ein Aleph, ZA. Das ist ZDA. Dann heißt es zuerst einmal Dreck. Das ist DR, heißt Generation. Wenn ich jetzt das eingib, DR, die Öffnung einer Berechnung. Folge bitte, sag nicht, das verstehe ich nicht. Schau, das ist es D, das musst du jetzt nicht wissen. Ich sag dir, das ist es D, das ist die 4, das heißt auch Öffnung. Und das ist die 200, das heißt Berechnung blau geschrieben. Ich bin nur blau, schau. Das ist die geistige geöffnete Öffnung. Rationalität ist eine Person, die Öffnung einer Berechnung. Das ist das hebräische Wort für Generation. Da waren übrigens die menschlichen Generationen, von Generation zu Generation, aber das taucht ja immer jetzt in dir auf. Das heißt, die Eröffnung einer Berechnung erzeugt in dir eine Generation. Du fängst zum Schwingen an, okay, und das Ganze passiert in einem Eck. Jetzt stell dir vor dir wäre so ein Winkelspiegel, so eine Winkelkante, wo ich zigfach gezeigt habe, und du denkst dir jetzt, du schaust in den einen Spiegel, oder wir machen jetzt ein Lämpchen, dann geht das Licht in den einen Spiegel, in den nächsten und kommt wieder zurück. Zack, 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 zack. Das ist jetzt nur mal an der Kante, normalerweise in der Ecke, in einem Katzenauge nennt man das, ist das ein wenig komplizierter. Wo dann das Licht immer, wo ich gestern erzählt habe, dieser Eckspiegel, wenn du reinschaust, dass du immer in der Mitte bist, genau in der Ecke mit einem dritten Auge. Ihr merkt jetzt, dass ich jetzt schon ein bisschen Physik mit einflechte. Also gut, das heißt hier Generation. Wir waren übrigens bei unseren, wir sind immer noch bei den Zapfen. Ich kann jetzt natürlich das A, weil es im Hebräischen keine Vokale gibt, kann ich das A wegschmeißen als Aussprache Z. P, dann gebe ich ZB ein, okay, ZDB, das heißt die Geburt von Wissen, wenn wir es blau lesen. Darum sage ich, die kleine Tabelle solltest du im Kopf haben, das sind 22 Zeichen. Das ist der Gehirn. Halt, ich bin noch dort, da muss ich rein, der muss runter. ZB. So, das ist jetzt hier zeitlich die Geburt von Wissen. Rot ist es der Geburtsgeber und die Weisheit. Es entspringt alles aus einem Geburtsgeber. Da kommt der Gabriel her. Das heißt, die Potenz, der die Weiber befruchtet, die Frauen, das Weib befruchtet. Immer dran denken, das Wort Weib, wenn du sagst Weiß hinschreibst, dann wird das Wort Weiß im klassischen alten Sinn hinten mit einem scharfen S geschrieben. Das sieht aus wie ein griechisches Beta. Du kannst auch Weib lesen. Das ist dein Intellekt. Und ich befruchte jetzt die Frau in dir, den Intellekt, indem ich dich vollkommener mache mit neuem Wissen. Du kriegst von mir neue Daten. Ich verändere an deinen alten Daten überhaupt nichts. Was jetzt aber passiert mit den neuen Daten, wenn sich, wenn du die mit den alten Daten verknüpfst, was vollkommen Neues entstehen. So wie aus einem Kreis und einem Dreieck plötzlich ein Kegel werden kann, den du nie zu Gesicht bekommst, wenn du keine Dreiecke hast. Die Dreiecke. Diese Ecken sind sehr hartnäckig und schaut her, dieses ZB im Zap. Das heißt, auftauchen und auf der Wasseroberfläche schwimmen. Und was schwimmt auf der Wasseroberfläche? Diese Fen. Zap, Fen. Fen ist es BH, also F, F, N. Das ist ein Aspekt. Der Aspekt einer Ecke. So, dieses Ding meine ich hier, das habe ich im Weißenbuch-Vortrag auch schon vorgeführt. Das ist jetzt praktisch hier ganz einfach, hier Spiegelkante nenne ich das, und wir legen einen Synthesespiegel davor. Und jetzt, wenn man unten von oben drauf schaut, habe ich hier praktisch, könnte ich in einem gewissen Maß, wenn ich dort drin bin, bin ich hier intern, und wenn ich in die Synthese reinschaue, sehe ich komischerweise in der Synthese diese beiden, die hinter, intern sind, sehe ich vor mir, aber das vor mir ist letztendlich, wenn wir jetzt da außen schauen, ist gar nicht außen, darum nenne ich das extern. Das ist praktisch intern, dieses Dreieck ist intern, dieses illusionäre Dreieck im Spiegel ist extern und der Spiegel selber ist eltern. L heißt Gott oder Joch. Hängt davon ab, ob wir es mit der 1 oder der 70 schreiben. Wenn wir es mit der 1 schreiben, ist es Gott, und dern, lateinisch derni, heißt auf die Frage, wie viel 3. D-Rei heißt geöffnete Spiegel. Oder die D als 4 gelesen, 4 Spiegel. Was, wenn wir jetzt den Großbuchstaben, den griechischen Großbuchstaben von der gematrischen Wert 4 nehmen, sieht die aber aus wie ein Dreieck. Das sind schöne Zufälle, ne?
Es gibt überhaupt keine Zufälle. Ich glaube ja nicht, dass irgendeiner das zufällig entdeckt hat. Ich sage, jeder, der wo was entdeckt, der kann nur das entdecken, was ich in den Traum einfallen lasse. Soll ich nochmal sagen, wer hat eigentlich die Wassermoleküle entdeckt? Wie willst du Wassermoleküle entdecken? Oder Stickstoff und Sauerstoff, unsichtbare, ungiftige, vollkommen unsichtbare, geschmacklose Gase. Es ist eigentlich die Beschreibung von nichts. Wie beschreibst du das Nichts? Man kann es nicht sehen, man kann es nicht fühlen, man kann es nicht riechen. Es macht nichts aus, wenn du mit nichts konfrontiert wirst. Es ist ungiftig. Das ist aber Sauerstoff, das ist Stickstoff, das ist Wasserstoff, das ist Helium, das ist Neon. Es ist ein Gedanke. Ich mache einen Gedanken mit einem Wort. Und jetzt kommt das Problem, dass unsere Naturwissenschaftler plötzlich anfangen, sich kleine Atome vorzustellen, wo das nächste große Problem losgeht. Es plappert ja jeder nach. Nochmal, ob du christlich erzogen worden bist, dann frage ich dich, was für ein Christ bist du? Ich habe erst einmal einen gehabt, der sagt, ich bin Buddhist. Das ist doch ein schön Wetter-Buddhist, was für einer bist du denn eigentlich? Und dann schaut er mich an, was? Ich sollte klar sein, dass es im Buddhismus genauso viele Strömungen gibt, wie im Christentum. Ich habe überhaupt kein Problem, jetzt aus dem Schnetz 200 verschiedene christliche Strömungen auszuzählen. Ich habe vor 20 Jahren in Almenau schon gesagt, ich zeige dir Buddhisten, absolute Veganer, die mit dem Pinsel die Mönche rumlaufen, bevor sie wohin treten, dass auf keine Ameise draufsteigen. Und vielleicht hast du schon mal in Thailand Urlaub gemacht, die fressen alles, was nicht rechtzeitig davonläuft. Das sind Buddhisten. Es sind alles Buddhisten. Also frage ich dich, was für einer? Welche Art von Buddhist bist du, der den du in deinen Schwamminhalt drin hast? In Christentum dasselbe in Grün. Wir haben sehr viel mich ausgelassen über Calvinisten. Einer der intelligentesten christlichen Strömungen überhaupt. Das hat bloß keiner verstanden, am allerwenigsten die Calvinisten selber, was das bedeutet. Wo es dann heißt, egal was du magst, das hat keinen Einfluss darauf, ob du in den Himmel kommst oder ob du nicht in den Himmel kommst. Da sind wir schon in Vorträgen alles darauf eingegangen. Das findest du übrigens auch in den Originalschriften vom Buddha, wo ich erzählt habe. In den Udanas. Wenn du am rechten Ufer des Flusses sitzt und jetzt wird hier über mehrere Seiten alle Wohltaten, die ein Mensch an anderen Menschen antun kann und du hilfst den anderen und du verschenkst und also nur positive Charakterzüge. Wenn du das alles magst, wenn du am rechten Ufer das richtige Ufer hast, das ist nicht gut. Und jetzt, wenn du am linken Ufer des Flusses sitzt und jetzt werden alle Scheußlichkeiten aufzählt und man sollte sich wirklich einmal die Arbeit machen, das im Original zu übersetzen, da ist die derzeitige Filmindustrie, die du dir ausdenkst bei Horrorfilmen, also wirklich aber minder bemittelt, so viele Scheußlichkeiten werden aufgezählt. Wenn du da sitzt und all das magst, deswegen bist du nicht böse. Das ist eigentlich schon Calvinismus. Das sagt, du kannst dir den Arsch aufreißen als Mensch, du kannst jetzt spenden, was der Udo macht, hier einen Vortrag nach dem anderen, tausende von Vorträgen kostenlos, der Witz ist, ich will euch ja nicht manipulieren. In Almenau habe ich gesagt, was ich vorhabe, ich will euer Gehirn waschen. Wenn ihr da rausgeht und ihr habt mich verstanden, seid ihr Gehirn gewaschen. Jetzt bin ich immer dran erinnern. Deine jetzige Meinung musst du um 180 Grad drehen. Was löst das Wort, der ist gehirngewaschen in dir mit deinem jetzigen anerzogenen Intellekt mit dieser Anderung aus? Was Negatives? Wie sieht es aus, wenn ich statt Gehirn Wäsche setze oder meinen Körper? Dann ist es was Positives. Es ist auch die Gehirnwäsche, die ich jetzt durchführe, ist was extrem Positives. Ich hau nämlich den ganzen Dreck, all das Zeug, was du dir selber einredest, durch das Wissen deiner Lehre und deiner Vorbilder, dieses Wissen des Zweiten, wie ich das nenne, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, das waschen wir jetzt alles raus und ich bringe dich in einen Bereich, dass du bloß noch das glaubst, was du auch selber überprüfen kannst. Ich betone immer wieder, ich werde dir in keinster Weise sagen, was du glauben sollst. Es gibt so unendlich viele Glaubensmöglichkeiten. Das sind die Perspektiven von der Tasse. Was ich dir sage, es ist alles richtig. Dein Glaube sollte sein, das Übergeordnete, dass du das heilige Ganze erkennst. Und dann stellt sich die Frage nicht mehr, ist das richtig oder verkehrt. Solange du solche Fragen auf deinem Zettel hast, Udo, wenn du welche stellst, die kannst du gleich rausstreichen. Die sind schon beantwortet. Doch, selbstverständlich gibt es Fragen, wenn ich jetzt sage, die Fragen sind die Berge, dann sind die Antworten die Täler. Was jetzt wichtig ist, dass ich euch beweise, dass in jeder Frage, die ihr stellt, eigentlich die Antwort schon mit drin ist. Du musst sie bloß spiegeln. Außer, das ist wieder eine einseitige Aussage, wenn man es genau nimmt, wenn ich in einen Viererkomplex gehe, die Ausnahme besteht darin, ich nenne das immer diese Wer-wird-Millionär-Fragen. Ich klammer sämtliche Fragen aus, die sich auf irgendwelche raumzeitliche Dinge bezieht.
Das heißt, wann war der Erste Weltkrieg? 1418. Konrad Döning, der Nobelpreis. Ich glaube 1913. Das würde ich jetzt momentan, ist mir jetzt in den Sinn kommen, würde ich nicht beschwören. Aber so ungefähr. Können wir ja schnell nachschauen. Jetzt ist es also so, das ist nicht wichtig, das ist des Merkens nicht würdig, weil da zählt Kohlet der Prediger Nichtigkeit nichts als Nichtigkeiten. Es ist nichts, was nicht schon irgendwann einmal da war. Und es wird sich immer in einer anderen Form wiederholen, so wie du, immer wieder wie unser Helmut. Ob der Bierbrauer ist oder heute je ist, es spielt keine Rolle, es ist der Charakter, ist der Helmut. Ich verändere den nur minimal. Dass du mal universeller wirst, mir fällt jetzt spontan hier der Gideon ein, der Film, weil der sehr treffend ist, von Christopher Lambert. Das war hier dieser berühmte Tarzan-Film aus den 80er Jahren. Müsste jetzt nicht, das ist raumzeitliches Wissen, das musst du nicht wissen. Aber ich will nur sagen, dass der da festgelegt war, seit dem Film auf Freunde, und er sagt, ich will mal was ganz was anderes spielen. Und er spielte einen jungen Verrückten, der hier in einem Altersheim groß wird. Geistig gesehen ein Hoch. Wenn du Gideon noch mal siehst, ist ein absoluter perfekter Film. Wenn die Möglichkeit hast, dass du ihn irgendwo ausleihen kannst. Oder Simon Birch, glaube ich, heißt der Kleine, der dem Pfarrer und alle durch die Bank einmal sagt, was wirklicher Glaube ist. Ihr wisst, Glauben, eure Vorstellung von Glauben ist so unendlich lächerlich. Ich glaube heißt, ich halte für wahr. Der rote Glaube ist was ganz was anderes. Also nochmal, ich werde euch nie, euch, sage ich jetzt, den einzelnen Programm, ich unterhalte mich ja bloß mit dem Geist, der uns ausdenkt. Uns, ich zähle mich jetzt zu euch. Ich, wenn ich sage, werde euch nicht vorschreiben, rede ich nur, der Udo ist nur ein Lautsprecher. Jetzt hast du nur eine Lautsprecherstimme, das ist hundertprozentig sicher. Und in den ganzen Selbstgesprächen, wenn du das nicht aus dem Kontext liest, man kann durchaus ein, zwei Sätze finden, wo man verkehrt interpretieren kann, schreibe ich überhaupt nicht vor, was du glauben sollst. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Das ist Holofeeling. Und aus diesem Ding, das du selbst bist, aus diesem Gesetz, das du zum Denken benutzt, aus diesem Ding, entspringt alles, was du dir ausdenkst. Die Schwierigkeit ist, dass du jedes andere Denksystem auch zum Denken benutzen kannst. So wie ein Computer, wenn du umso mehr Programme du hast, umso mehr Möglichkeiten hast du, als Computer, als Geist, in dir wachzurufen. Und ich habe ja gesagt, wenn ich sage jetzt, ich nehme dein momentanes Wissen, deinen Intellekt, den du zum Denken benutzt, da ist jetzt das, was du sagst, das ist mein Wissen. Aber sobald du sagst, das ist mein Wissen, entsteht definitiv etwas, was du nennst, da gibt es aber auch noch Wissen, das ich nicht weiß. Aber das Schöne, was ich jetzt momentan in deinem Traum aufgrund einer geistigen Entwicklung dir gebracht habe, das ist der Computer und das Internet. Das heißt, du kannst deinen Computer, dein Handy, dein Smartphone, dein Tablet anfassen und dann kannst du die Maschine fragen, wenn du es nicht weißt. Und du wirst feststellen, du findest praktisch auf alle Fragen, die du stellst, Antworten. Das Problem, nicht bloß eine, sondern oft tausende, die sich komplett widersprechen. Ist jetzt DMSO gut für den Körper oder nicht gut? Dieter, was sagt der Apotheker? Oder Borax? Was sagt der Apotheker? Und dann geh mal ins Internet und dann wirst du hier eine Riesenszene finden, die sagen, das wird ja nur von der Pharmaindustrie niedergemacht, diese Naturheilmittel, weil das alles falsch ist. Was sollst du jetzt glauben? Ich sag beides. Wir setzen mal für das DMSO, setzen wir einfach Welle, das Wort Welle, ist jetzt DMSO ein Berg oder ein Tal? Ist die Welle ein Berg oder ein Tal? Was soll ich jetzt glauben? Der eine sagt das, der andere sagt das. Ist es jetzt hell oder dunkel? Gut, das sehe ich ja, dass es jetzt hell ist. Aber habe ich, wenn ich jetzt behaupte, jetzt ist es auch dunkel, habe ich nicht auch recht? Weil ich von der höheren Ebene, weil ich über der Tasse stehe und nicht an einer einzelnen Perspektive festhänge, in der Welt der Perspektiven? Das ist das Andersartige. Und darum sage ich, du bist ein Auserwählter. Das klingt jetzt so religiös, merkt ihr das? Ihr seid's nicht. Ihr meine ich jetzt all die verschiedenen einzelnen Trockennasenaffen, die du dir ausdenkst. Die haben keine Überlebenschance. Du, der sich das ausdenkt, du bist ein Auserwählter. Und nur in dir bin ich jetzt als Brösel-Uder in Erscheinung getreten. Das ist, wie ich gesagt habe, das ist wie, ich bin der Menschenfischer, und du hast schon längst angebissen. Aber du willst noch nicht, dass ich dich rausziehe. Weil auf der einen Seite, ich will ja gehen. Aber auf der anderen Seite dann doch wieder panische Angst. Ich habe jetzt erst so ein, was war das, glaube ich, was war das für ein Film?
Seht ihr, das ist jetzt wieder raumzeitliches Wissen. Das ist, da gibt es so unsägliche Sache, der wird dann immer Selbstmord machen, der Alte, und es gelingt nicht. Und man kennt ja immer der Selbstmörder, der wo dann hier abstürzt oder die Schnur reißt. Das ist immer so dieses Spiel, das wird dir eh nicht gelingen, selbst wenn du wo runterspringst. Ich sag bloß die Geschichte von unserem Ron, ich lass dich bloß wieder wach werden. Oder von unserem Helmut, ich lass ihn bloß wieder wach werden. Weil das, was du bist, dich kann ich in keinster Weise vernichten, weil du schon nichts bist. Du bist ich. Nichts ist mir ernster wie das, was ich dir jetzt sage. Es ist weder ein esoterisches Geschwätz, noch ein religiöses Geschwätz und sogar kein naturwissenschaftliches Geschwätz. Die entheiligen Worte, alle, die einen wie die anderen, diese Einseitigkeit, wenn du was hinzufügst, werden dich alle Plagen treffen, die ich da beschreibe. Wir leben zurzeit in Sodom und Gomorra. Und wenn du was weglässt, dann hast du den Anteil in der höheren Ebene zumindest momentan verloren. In der Johannes-Offenbarung wirst du in einen Feuersee geschmissen für 1000 Jahre. Und wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein Dach sind wie 1000 Jahre. Haben wir zigfach angeschaut, aber ich zeige es jetzt nochmal. Falls du das jetzt, wir gehen da ganz einfach in die Psalmen und dann nehmen wir den Psalm 90 in Vers 4. Ups. Was ist jetzt los? So. Ein neuer Versuch. Juch. Schaut, du lässt zum Staube zurückkehren den Menschen und sprichst, kehre zurück, ihr Menschenkinder. Da geht es jetzt natürlich schon zuerst einmal los, dass man da zuerst einmal ganz genau schauen muss, was steht da eigentlich genau. Das ist jetzt so eine Übersetzung, wo Fachleute machen, die eine Ahnung haben, ich habe keine Ahnung, deine Fachleute, die eine Ahnung haben, die haben überhaupt keine Ahnung, weil wie sollte denn einer eine Ahnung von etwas haben, der von jemandem ausgedacht wird, der selbst überhaupt keine Ahnung davon hat. Das ist übrigens auch eine Stelle aus den Offenbarungen. Ich mache gleich Pause. Es gibt in den Offenbarungsschriften, in diesen Haufen Seiten, erkläre ich, dass wenn du, und jetzt reden wir mal ganz normal von Mensch zu Mensch, wenn du auf einen triffst, und ich sage jetzt, du bist irgendein Handwerker, Elektriker, Elektroinstallateur, Automechaniker und du hältst dich irgendwie mit an, der denselben Beruf hat wie du, dann wirst du sehr schnell feststellen, wenn der Fachgespräch führt, wirst du sehr schnell feststellen, ob der von deinem Beruf eine Ahnung hat oder ob er keine Ahnung hat. Das Thema hat mir jetzt mit Computer, wo ich sogenannte Computerfachleute, bei der Marion, ist ja in der Schreibzentrale im Weißenburger Krankenhaus, die haben eine eigene Ideeabteilung, glaube ich, mit 3 Ideefachleuten. Da geht oft dann ihren Computer was nicht, dann hol die, dann probieren die eine Stunde rum und kriegen es nicht hin und dann soll ich probieren das einmal aus. Ich sage, ich habe drauf gedrückt und der ist wieder gelaufen. Wenn ich dann die beobachte, du, wenn die am Computer was machen, und jetzt ich meine ich jetzt den Udo. Ich sage als Udo immer wieder, ich bin einfach und alleine jetzt als Brüssel Udo, spiele ich einen rein interessierten Anwender. Jetzt kommt natürlich dazu, dass ich schon in die 80er Jahren Programme schreiben musste für meine Firma mit null ab, was man halt macht. Ich habe jetzt aber das nie irgendwie studiert, autodidaktisch. Und bei den neuen Zeug, ein reiner interessierter Anwender, ich sage von mir aus, ich habe überhaupt keine Ahnung, in der tiefer gehenden Schicht jetzt bei Windows, das ist schon lange dahin. Ich habe noch mit DOS gearbeitet, wo wir Programme geschrieben haben, Windows 95. Aber das ist, irgendwann habe ich gemerkt, du verschwendest so unheimlich viel Zeit, meinetwegen, wenn du ein neues Programm kriegst, bloß dich da einzuarbeiten und bis du das einigermaßen aus dem FF beherrschst, gibt es schon wieder viel besseres Programm und du darfst dich wieder einarbeiten. Das ist das große Problem jetzt in der Kurzlebigkeit der Zeit, bist du bloß unter Druck. Und da habe ich gesagt, ich mühe mich erst gar nicht mehr mit dem vergänglichen Zeug zu, ich richte jetzt meine Konzentration auf das Wissen, das ewig ist. Das Wissen, das ewig ist, das ist Weisheit. Und jetzt, um das fertig zu machen, dass wir Pause machen, und dann schauen wir uns das kurz nach der Pause an. Wenn du dich jetzt unterhältst mit irgendeinem Kollegen oder mit jemandem aus deinem Fachgebiet, merkst du sehr schnell, ob der aus deinem Fachgebiet eine Ahnung hat oder nicht. Aber was interessant ist, du wirst deinen dann liefern gegen Gespräch auch merken, ob er mehr Ahnung hat wie du. Das merkt man irgendwie, wenn der Sachen raus hat, wo du am Rand ja mal gehört hast, wo der so zack, 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 zack raushört. Immer so, wenn ich jetzt hier mein Lateinprogramm einschalten tue und ich habe welche mit dem großen Latinum in Almena, wenn ich meinen Professor reinnehme, gesagt, Rainer, du hast doch das große Latinum, was bedeutet das? Fragezeichen auf den Augen. So, ich kann es nicht wissen, ich habe Volksschule, ich habe nicht einmal Englisch gehabt in der Schule, ich kann nicht einmal Englisch. Auf jeden Fall musst du ja nicht auf, du merkst es. Was ich jetzt
eigentlich hinaus wollte, muss dir eins klar sein, wenn du dir Menschen ausdenkst, denk wieder an die Kiste, denk an den Gedanken, der Mensch ist ein Gedanke, den du denkst, wir können auch eine Kiste sagen, der ist nur dann, wenn du ihn denkst und er wird so sein, wie du in dir denkst. Das heißt, in dem Moment, wo du dir jetzt jemanden denkst und du sagst, das ist ein Fachmann, das passiert zum Beispiel, wenn du irgendwelche Schmerzen hast, dann gehst du zu einem Fachmann. Wie will einer, der keine, überhaupt keine Ahnung von einem Fachgebiet hat, eigentlich beurteilen, ob einer ein Fachmann ist oder ob er kein Fachmann ist? Um beurteilen zu können, ob einer ein Fachmann ist, muss ich von dem Fachgebiet zumindest eine rudimentäre Ahnung haben und dann merke ich, der hat eine Ahnung oder keine. Aber wenn ich von einem Fachgebiet überhaupt keine Ahnung habe, kann ich das gar nicht beurteilen. Die Schwierigkeit ist, du lässt dich blenden von Titel. Professor Harald Lesch. Da komme ich nicht mit. Wir Wissenschaftler. Das ist so das Wir, wenn er immer sagt. Wir Wissenschaftler. Ein ganz bestimmter esoterischer Bereich. Wir haben eine Ahnung, das müsst ihr zuerst einmal studieren. Bevor ihr das nicht studiert habt, könnt ihr das sowieso nicht nachvollziehen. Und dann erklärt er dir, aus was ein Atom zusammengesetzt ist. Das noch nie einer gesehen hat, der erklärt das, was man ihm erzählt hat. Und der Lehrer, den ihm das erzählt hat, hat es auch nie gesehen. Der erklärt das, was ihm sein Lehrer erzählt hat. Jetzt kommst du in diese komische kausale Kette, wo es eigentlich kein Ende gibt. Da können wir vielleicht noch drauf ein. Das ist eigentlich das Problem dabei. Aber ich sage, geh zuerst einmal und nimm ein Wörterbuch in die Hand und nimm das Wort Atom wörtlich. Das heißt nämlich das Unteilbare. Du kommst dann hier zu Elektronen, Protonen, Neutronen, zu Quarks, zu Downgrounds, zu Upquarks. Alles Scheiße, wo noch nie einer gesehen hat. Das ist wie bei Engel, ob ein religiöser Mensch dir was von Engel oder von Geistern oder aufgestiegenen Meistern erzählt. Das nenne ich esoterische Spinner, die anderen nenne ich religiöse Spinner. Und die allerschlimmsten sind die vollkommen geistlosen, naturwissenschaftlichen Schwätzer. Und jetzt machen wir Pause. So, der hat es immer ein bisschen vehement.